Für das nächste Beispiel habe ich den Computer gewechselt, weil ich das auf einem Computer machen musste, mit dem ich mit der gleichen Apple-ID verbunden bin wie mit meinem iPhone und iPad. Und bei der Einrichtung eures Computers seid ihr ja nach der Apple-ID gefragt worden. Und dort ist es ratsam, eben die gleiche Apple-ID einzugeben, die ihr auf dem iPhone oder iPad auch eingegeben habt. Wenn ihr das gemacht habt, dann steht euch unter der Vorschau im Menü Ablage nämlich ein sehr, sehr toller Menüpunkt zur Verfügung. Und der heißt vom iPhone oder iPad importieren. Und wir sehen hier, ist mein iPhone aufgeführt und auch mein iPad. Und ich kann jetzt tatsächlich ein Foto aufnehmen mit meinem iPhone. Sobald ich hier draufklicke, bittet mich der Computer auf meinem iPhone jetzt das Foto aufzunehmen. Und dabei muss das iPhone nicht mit einem Kabel verbunden sein, sondern der ganze Austausch funktioniert über eine Funkverbindung. Und ich bin nun in der Lage, auf dem iPhone ein Foto zu machen. Die Kamera ist dabei automatisch angegangen auf dem iPhone. Und ich mache das jetzt hier im Hintergrund mal, drücke den Auslöser auf dem iPhone. Und sobald ich dann auf dem iPhone sage, ich möchte das Foto benutzen, schließt sich dieser Dialog hier in der Vorschau und zeigt mir das soeben aufgenommene Foto an. Da ich mich in der Vorschau befinde, die ich jetzt hier noch so ein bisschen größer machen kann, kann ich das Foto jetzt sofort nachbearbeiten. Über die Werkzeugleiste kann ich zunächst einmal das Foto zuschneiden. Und diese Funktion ist standardmäßig ja eingeschaltet hier über das Auswahlwerkzeug. Ich kann also jetzt hier diesen Rahmen aufziehen. Und wir haben es ja schon bei der Schildkröte kennengelernt. Alles, was im Rahmen ist, bleibt erhalten. Und alles, was außerhalb des Rahmens ist, wird weggeschnitten, sobald ich hier auf dieses Zuschneiden-Werkzeug klicke. Das mache ich mal. Und schon ist mein Foto hier separat zu sehen. Zusätzlich können wir jetzt hier auf die Farbkorrektur klicken, das Fenster mal ein bisschen zur Seite schieben und versuchen, das Bild noch besser darzustellen. Das ist ein sehr altes Foto, da sind die Farben nicht sehr klar. Wir versuchen mal, was passiert, wenn wir hier auf automatisch anpassen klicken, ob hier noch mehr aus dem Foto herausgeholt wird. Nicht unbedingt, also müssen wir es hier noch so ein bisschen nachbearbeiten. Wir können die Kontraste hier so ein wenig erhöhen, wir können die Sättigung was erhöhen, dann kriegen wir etwas klarere Farben. Wir können noch versuchen, die Schärfe hochzustellen. Also ihr merkt, aus dem Bild ist noch einiges rauszuholen gegenüber dem Originalbild. Hier hinten ist es einfach schlecht fotografiert, da haben wir kaum eine Chance, aber hier vorne haben wir doch noch mal einiges rausholen können. Anschließend schließen wir das Ganze hier und schließen auch das Fenster in der Vorschau. Und da wir das Bild noch nicht abgespeichert haben, werden wir nun gebeten, dem Ganzen einen Namen zu geben und einen Ort, unter dem wir das speichern wollen. Und das machen wir, indem wir den Ort ändern, indem wir auf diesen kleinen Pfeil hier klicken. Dann öffnet sich ja dieser Dialog, den wir hier übrigens auch vergrößern können. Und dort wählen wir dann eben einen Ordner. Ich wähle jetzt den Schreibtisch hier, auf dem mein Foto ist. Und das werde ich anschließend mit Sichern dort sichern. Und hier erscheint es dann auf meinem Desktop. Also mit dieser Vorschau lassen sich tatsächlich über das iPhone oder iPad Fotos abfotografieren, über den Menüpunkt Ablage vom iPhone oder iPad importieren. Solltet ihr eine digitale Kamera angeschlossen haben, lassen sich auch diese Bilder aus der Kamera mit diesem Menüpunkt hier importieren. Und solltet ihr einen Drucker haben, der auch scannen kann, dann könnt ihr auch hier aus einem Scanner importieren. Die Dialoge sind dann ähnlich und ihr habt dann die Möglichkeit, eben Bilder aus dem Scanner direkt hier in die Vorschau zu importieren, zu bearbeiten und anschließend abzuspeichern.